Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute mal nicht mit ganz komischem mexikanischen Akzent. Und warum habe ich jetzt einen Riesenruckler drin? Geil. So. Oh. Da habe ich gerade einen kurzen Schreck gekriegt. Und da habe ich gerade voll die falsche Playlist ausgewählt. Hahaha, ich bin ein Noob. So. Und ich habe mal die Höhlen-Playlist heute reingeschmissen. Oh, wieso ruckelt denn das gerade? Oh, cool. Können wir gleich wieder runtergehen und pennen. Ist ja der Hammer. Hallo? So. Und heute war auf jeden Fall geplant, dass wir mal eine kleine Höhlentour in Angriff nehmen. Dazu werden wir in dieser Folge erstmal die Vorbereitungen treffen und in der nächsten Folge wird es dann vielleicht losgehen. Vielleicht gehen wir auch in dieser Folge schon los, Mann. Man kann nur munkeln. Wir brauchen auf jeden Fall eine... Was ist da? Die Werkbank da hinten. Oder die Werkbänke. Das sind ja mehrere. Nein. So. Ach, guck mal, noch eine. Zack, zack, zack. Die nehmen wir uns natürlich alle mit, weil Spitzhacken werden wir brauchen. Nicht gerade wenig. Die Schaufeln werden, denke ich mal, ausreichen. Erstmal so. Unsere schöne Diamantspitzhacke könnten wir eigentlich dann auch hier lassen. Packen wir dann erstmal random hier in diese Kiste rein. So. Wäre nämlich schade drum. Andererseits, gut, was soll es? Vielleicht können wir die reparieren, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Ich überlege, ob wir das Eisen denn einfach mitnehmen. Oder ob wir das hier lassen. Schwert wird auf jeden Fall reichen. Axt werden wir vielleicht nicht mal unbedingt brauchen. Vielleicht wäre ein Bogen gar nicht mal so schlecht. Wo ich aber immer noch nicht weiß, wie man den craftet. Ich habe das völlig vergessen. Wir haben uns noch den abgefuckten hier. Haben wir überhaupt Pfeile? 14 Stück, das ist jetzt nicht so die Welt. Aber naja, gut. Dann haben wir das schon mal. Wir haben auch noch zwei Diamanten, daraus könnten wir uns vielleicht noch ein Schwert machen. Aber gut. Dann können wir mal die Öfen hier ausleeren. Zack. Dann bauen wir die mal ab. Und bevor wir dann auch losgehen, werde ich dann noch die Monster wieder anschmeißen. Die sind ja jetzt mehr noch im Ruhezustand. So, Shift gedrückt halten, dann kann man nämlich auch anklickbare Dinge übereinander setzen. Ziemlich geil. Dann haben wir hier so eine kleine Ofenwand, aber die kommt ja dann auch wieder weg. So, unsere drei Level werden wir mal noch verbraten. Genau, unser Helm. Ganz wichtig, unser Helm, hör mal. Ich möchte gern drei Level investieren. Da haben wir es. Schutz. Na super. Helme schützen. Jetzt sind wir offiziell verzauberter Lord Helmchen. Sehr geil. Sehr geil. So muss das sein. Okay. Bei der Kiste hier. Die Kohle können wir dann eigentlich in den Ofen da reinmachen. So. Und so. Die Steine packen wir dann in die... Seid hin und her hier. In die Kiste rein. Und das Glas auch. Wobei, wir hatten ja schon eine Glaskiste. Wir hatten auch eine Steinkiste. Wir haben schon einiges gebratenes Schweinefleisch. Wir nehmen alles an Essen mit, was wir haben. Weil man halt nicht weiß, wie lange wir unterwegs sein werden. Wir werden jetzt hier nochmal ein paar schmackhafte Brötchen machen. Backebrot. Haben wir das noch nicht gemacht? Unglaublich. Es schleift. Okay, weg mit dem Dreck. So, dann haben wir hier alles verzaubert. Die Steine und das Glas packen wir in die Kisten rein. Stein. Hier so. Dann kam hier Sand und Glas. Sehr gut. Und die Sticks und so. Wir bräuchten auch so noch ein bisschen Holz. Eigentlich. Dann werden wir mal gucken, ob wir dann unterwegs den einen oder anderen Baum mitnehmen. Einen Eimer auf jeden Fall mitnehmen. Diesmal vergessen wir das nicht. Noch ein paar Äpfel. Oh, hier sind auch nochmal 20 Pfeile drin. Können wir ja mal alle so zusammenführen. Dann haben wir 34 Pfeile, die wir aber sowieso nicht mitnehmen, weil wir keinen Bogen haben und ich keine Ahnung habe, wie man den craftet. Man könnte ja nachgucken. Aber das wäre einfach zu einfach. So, Sekunde. Denke.
Ja, doch. Ich denke mal, dann haben wir alles. Den Eimer hier, das Essen. So viel Essen brauchen wir eigentlich auch nicht. Ist ja völliger Blödsinn. Dann lassen wir das Schweinefleisch hier. Nein, wir nehmen es mit. Komm, schaden kann es nicht. Dann werden wir uns jetzt nochmal um ein bisschen Holz kümmern. Jetzt haben wir gar keinen Weg mehr nach oben hier. Na, geil, ey. Müssen wir es so machen. Dann werden wir uns bei Gelegenheit mal um den Aufstieg hier kümmern. Der Aufstieg des Bösen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde die Musik schon fast zu leise. Eine Sekunde, mal ein bisschen lauter machen hier. So. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt einen Unterschied hört. Ich höre keinen. Und wo ich das gerade sehe, wir müssen noch Erde mitnehmen. Warum schweben denn hier immer noch Bäume rum? So. Und da auch. Wir haben jetzt gar keine Erde mitgenommen. Na, Hammer. Na super, das bringt jetzt nicht viel. Dann grasen wir hier mal ein bisschen Erde ab. Man könnte sich ja einfach auch welche aus der Kiste holen. Aber ihr wisst ja, warum leicht machen, wenn es auch kompliziert geht. Da sehe ich es, da ist das Holzstück. So. Und hier geht dann alles den Bach runter. Die Bäume lösen sich auf in ein Nichts. So. Hier werden wir auf jeden Fall ein bisschen Holz mitnehmen. Ist natürlich schade, weil wir das Holz ja auch sehr eigentlich für unser Haus brauchen. Aber ist egal. Wir können ja neue Setzlinge anpflanzen. Haben wir auch gemacht. Nur halt ein bisschen weiter weg. So. Wow. Die Setzlinge können wir ja eigentlich mal hier gleich hinplanten. So. 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 Noch irgendwo was da. Da haben wir auf jeden Fall noch was. Zack. Zack und zack und zack und zack und zack. Dann haben wir hier wieder ein paar Bäumchen. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Schweine, die brauchen wir auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zurück. Holen uns etwas Erde. Weil 5 Erde werden nicht ganz reichen. Na, los. Lauf. Lauf geschwind im Wind. Gegen den Wind, gegen den Strom. Keine Ahnung. Wow, mega Ruckler. Hier sind noch mehr Eichensetzlinge. Was wollte ich denn? Erde. Erde wollte ich. Erde. Nehmen wir mal hier. Komm, wir lassen das mal weg und nehmen uns ein Stack mit. Und 64 Fackeln haben wir. Wir müssen uns die Kohle natürlich wieder unterwegs besorgen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt so die, Lol, hier haben wir noch Holz. Ist ja auch geil. Das können wir mal eben noch setzen. Ist ja schön, dass wir da noch Holz haben. Am Arsch. So. Da ist unser provisorisches Schlafzimmer. Das wird nicht doch mal zugebaut, so wie beim letzten Mal schon. Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen härter gefailt. Dann können wir nochmal nach oben gehen und das restliche Holz, also wow, 2 Holz haben wir jetzt bei. Oh ja. Jetzt kommt mal ein bisschen interessante Musik hier. Aber viel Holz fehlt hier auch nicht mehr. Dann haben wir die obere Etage auch fast fertig. Und dann müssen wir nur noch die Wände reinziehen, Dach drauf, fertig. Und schon haben wir den Großteil von unserem Haus, also von unserem Eingangsbereich, und dann fehlt nur noch der Rest. So alles so. Ah. Dann gehen wir hier runter. Oh, dann ruckeln wir uns nach unten. Hüpf. So. Und dann können wir auf jeden Fall hier uns dann losbegeben. Was ist denn hier in der Kiste noch drin? Eigentlich nichts weiter. Mohn haben wir hier noch. Schwarzpulver war auch in der anderen Kiste drin, habe ich gesehen. Hoffe ich. Weiß ja nicht, ob er manchmal einen Kopf wie ein Sieb.
Da haben wir Schwarzpulver. Ja, den Rest brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Die Setzlinge höchstens mal, aber... Ah ja, okay. So, dann würde ich sagen... Möchte ich erstmal hier alles ausleuchten. Wow. So. Muss erstmal reichen, es ist dann hoffentlich genug ausgeleuchtet. Nicht, dass wir wiederkommen und von ein paar Creepern erstmal empfangen werden, das wäre nicht so geil. Was hoch mit dir? Guck mal, hier fehlen auch noch Fackeln. So und so. Ach, ich finde es immer schade, wenn das Lied vorbei ist. Ich finde das so cool. Fackel, 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 Fackel. Ja, ist richtig. Das ist nicht richtig. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Um dann vielleicht auch in irgendeiner, irgendwann eines Tages. Hey. So nicht. Wow, 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 wow. Mega Ruckler. Was ist denn hier heute los? Mensch, ich kann so nicht arbeiten. Das geht nicht. So. So, 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 so. Okay. Dann haben wir nochmal 22 Zuckerrohr. Und dann können wir da nochmal ein paar Bücher draus zaubern. Können wir auch noch machen. Wie gesagt, heute, jetzt in der heutigen Folge, werden wir uns noch nicht unbedingt losbegeben zur Höhlenerkundungstour. Aber später. Holz. So. Ach Quatsch, was mache ich denn? Wir brauchen doch das Leder, Mensch. Wow, wir kriegen noch 8 Bücher zusammen. Das ist nicht so viel, wie ich eigentlich möchte. Leder. Das heißt, da müssen bei Gelegenheit dann mal wieder ein paar Kühe dran glauben. Zack, das ist wirklich alles aufgebraucht. So. Ja, wow. Aber wir haben noch Bücher gehabt. Bin ich mir ganz sicher. Wir hatten noch mindestens 2 oder 1. Oder keins. Verdammt. Bücher, 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 Bücher. Da sind noch 10 Bücher drinnen. Mensch. Mensch, 10 Bücher. Geil. So. Und so. Und so. Dann haben wir nochmal 6 Bücherregale. Und ich glaube, das dürfte dann bald reichen. Dann packen wir die Bücherregale mal zu den anderen. Dann haben wir 10 Bücherregale. Okay, das reicht doch nicht. Mann. Ich denke mal, die Hälfte von dem Eisen können wir auch hier lassen. So. So. Machen wir 9. Das müsste reichen auf jeden Fall. Und, dann müsste es bald losgehen. Hoffe ich. Können wir noch mal ein bisschen Glas setzen? Ach, Glas war ja in einer anderen Kiste. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Hier, so. Nehmen wir das Glas und setzen das da oben hin. Und ihr wisst ja, im Glashaus sollte man nicht mit Steinen schmeißen. Aber mit Holz. So. Ey, hier geblieben, hier geblieben. Hallo? Tja. So, hier Glas auf jeden Fall. Und dann müsste unser Haus zumindest erstmal einbruchsicher sein. Ich habe auch gesehen, man kann mit Redstone eine Alarmanlage basteln. Ist bestimmt auch lustig. Aber gut, wer soll hier einbrechen? Hey. So. So und so. Wie gesagt, die Außenwand, die wird dann zum Teil sowieso wieder rausgerissen, weil wir dann an der einen oder anderen Stelle jetzt ich den Faden verloren. Verdammt!
an der einen oder anderen Stelle. Ach so, die Anbauten, genau, die kommen ja dann daran. Und dann wird das ein oder andere Abteil wieder rausgerissen. Also die Ruckler zwischendurch sind echt ätzend. Ich werde mir das gleich nochmal angucken, bevor ich dann weiter aufnehme. Wie gesagt, das ist jetzt so die schnelle Aufnahme, weil ich ja von der Theorie her die Folge schon längst hochgeladen haben müsste. Habe ich aber nicht. Deswegen muss ich mich ja jetzt ein bisschen beeilen. So. Glas ist weg. Glas ist gesetzt. Den Rest können wir dann beim nächsten Mal machen. Und ich renne jetzt erstmal in unseren Safe Room. Zack. Wow, schon wieder mega Ruckler hier. Leg mich mal pennen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis denne und tschaußen.